Hallo, heute wird mal nicht gestickt. Heute will ich euch mal zeigen, was sich im Laufe der Zeit an Zubehör alles bei mir angesammelt hat. Zumindest das, was ich noch benutzt. Es gab bestimmt auch ein paar Sachen, die habe ich gekauft, die ich aber nicht benutze. Aber heute, das, was ich hier noch alles habe oder ein Teil davon, ich kann nicht den ganzen Schrank mit jedem Vlies ausräumen, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Aber eine große Übersicht von dem, was ich benutze, will ich euch heute mal hier vorstellen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Beginnen möchte ich mit dem Fünffachgarnhalter von Janome. Der Zubehörteil, das in wirklich in 5 Minuten angeschraubt ist. Dazu werden nur zwei Schrauben losgedreht, das Ding eingehängt und dann wieder festgezogen. Den Arm hier kann man natürlich rausziehen, dass er ein bisschen weiter ist. Es kommt auch noch eine Führung dazu. Die sieht so aus, die wird einfach eingesteckt. Und ja, wer viel Farbe wechselt, dem ist das echt zu empfehlen. Das Einzige, was mir ein bisschen stört, sind diese ja, große Halterungen, die große Platte, Garnplatte. Da habe ich einfach mit dem 3D-Drucker noch kleinere gedruckt, weil ja, bei manchem Garn ist das einfach zu groß. Weiter habe ich noch als Zubehör, speziell für die Maschine, zwei Rahmen. Einmal ein 28B-Rahmen, der ist von Sortech, weil mir das Original einfach zu teuer ist. Und dann auch noch ein Kapperrahmen. Da habe ich schon mal ein Video dazu gemacht zu dem Kapperrahmen. Das verlinke ich aber jetzt nochmal extra. Als nächsten wichtigen Punkt kommt Vlies. Ich habe relativ viel Vlies. Ich habe jetzt hier auch nicht meinen ganzen Schrank ausgeräumt, sondern nur ja, die Auswahl, die ich jetzt hier präsentieren will. Als erstes haben wir ein Schneidevlies. Ganz wichtig, benutze ich immer bei Jersey, bei T-Shirts oder sowas, damit sich der Stoff nicht verzieht. Natürlich auch Standard Reißvlies wird so ziemlich für den Rest verwendet. Wenn der Stoff ein bisschen höher ist, dass der nicht so zusammengedrückt wird, haben wir hier noch so eine wasserlösliche Folie, die man oben drauf legt. Sollte man auch immer haben. Wer Freestanding Lace machen will, ein wasserlösliches Vlies, das ist original verpackt, wenn das Ding mal ausgepackt wird. Dann tue ich das immer in eine relativ große Tüte mit so, ja, ist bei den Elektronikgeräten immer dabei, ein Feuchtungsbeutel. Die schmeiße ich da ein bisschen rein, damit das Zeug keine Feuchtigkeit zieht, nicht, dass es sich schon anfängt aufzulösen. Was ich auch benutze, ist BSN-Folie, Bügel statt Nähe. Das mache ich auf meine Patches unter immer drauf. Dann kann sich jeder entscheiden, nähe ich das Ding drauf oder bügel ich es drauf. Und ganz wichtig, ist auch noch ein Vlies, das man nach dem Sticken von unten drauf bügelt, das oben sehr weich ist, damit das Stickbild nachher einfach nicht auf der Haut kratzt. Ich finde es sehr unangenehm, wenn das so ein bisschen hart ist und irgendwie kratzt. Das Zeug drüber bügeln, möglichst ohne Ecke, sondern immer ein bisschen rund ausschneiden, hält dann besser, dann kratzt nichts mehr. Zusätzlich zu dem Vlies der Auswahl habe ich das Ganze auch noch in Schwarz, sieht einfach bei Patches besser aus, wenn da nichts Weißes irgendwo mal durchlugt beim Schneider oder sonstiges. Und da ich Janome mit relativ großen Rahmen habe, habe ich sowas auch noch in Groß. So viel zum Thema Vlies. Dann machen wir mit dem allgemeinen Zubehör, was man halt sonst so noch braucht, machen wir weiter. Bobbingarn. Bobbingarn brauche ich relativ viel. Wer viel stickt, braucht auch viel Garn. Auch das habe ich in ja, zwei Farben, schwarz und weiß. Damit komme ich eigentlich gut über die Runde. Normales Garn braucht man natürlich auch. Ich habe hier einen Koffer Madeira. Das ist das Polyneon, also Polyestergarn. Und ich habe auch noch Rayongarn, in dem Fall ist es Marathon, sehr günstiges, aber meiner Meinung nach sehr gutes Garn. Also ich benutze es gerne, ich kann es auch empfehlen. Tun wir mal wieder auf die Seite, dann haben wir ein bisschen Platz. Was man auch natürlich noch braucht, sind Nadeln. Ich habe hier kleine Auswahl, ich benutze alles Mögliche an Nadeln, hauptsächlich benutze ich aber Schmerz Gold 75er.
Ich habe noch andere Formen, ich habe noch andere Hersteller, man muss es einfach einmal ausprobieren. Zum Teil waren sie auch wie die hier bei der Maschine dabei. Ich muss aber auch sagen, ich verwende viele Nadeln. Also nach jeder größeren Stickdatei fliegt die Nadel bei mir raus. Die ist irgendwann mal durch und wenn sie wirklich stumpf ist, dann ist Stickbild auch kaputt. Deswegen, so teuer sind die Dinger nicht, dass ich die bis aufs Letzte ausreize, sondern eine große Stickdatei, so 150.000 Stiche, dann fliegt die Nadel spätestens raus. Was man auch noch braucht, Schere. Eine Stickschere sollte eigentlich jeder haben. Eine Applikationsschere ist auch sehr zu empfehlen. Und was ich zusätzlich noch habe, wenn es mal wirklich frickelig wird, ist eine Pinzettenschere. Die ist jetzt nicht unbedingt nötig. Das geht meistens auch mit der Stickschere, aber manchmal ist es wirklich praktisch, so ein Ding zu haben. Auch wichtig, Sprühzeitkleber. Ich benutze ihn selten, weil man das einfach die Sauerei am Rahmen, der Rahmen wird immer ein bisschen eingesprüht, der klebt dann so, die ist mir einfach zu groß, die Sauerei. Ab und zu lässt sich es aber nicht vermeiden, dann benutze ich es doch. Es gibt dann auch spezielle Spray, um das wieder sauber zu kriegen vom Rahmen. Manche weichen das Ding dann auch, den ganzen Rahmen über Nacht irgendwie in Wasser ein. Ich mache beides nicht. Ich habe durchs 3D-Drucker relativ viel Isopropylalkohol, ein Lappe mit Isopropylalkohol und das Ganze geht weg. Wenn ich mir jetzt gerade so umgucke, sehe ich, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Nämlich das Vlies dazu. Wenn ich keinen Sprühkleber verwenden will, muss es trotzdem hinkleben. Gibt es auch ein Vlies, ein Klebevlies. Das habe ich euch jetzt gerade eben unterschlagen, aus dem Augenwinkel gesehen. Auch noch meiner Meinung nach ein Must-Have. Ich benutze es nicht ganz so oft, weil meistens kann man es einfach mit durch drauflegen und mit dem Heftstich festmachen, hebt es. In dem Fall, wenn das nicht geht, ist das zumindest noch dem Sprühzeitkleber vorzuziehen. Wichtig sind auch Bobbinspule. Ich habe reichlich, ich habe auch immer welche aufgespult. Ich benutze nur die Originalspule, keine Zubehörspule, weil die sind nicht so viel teurer. Man sieht, ich habe es mal probiert. Die Schachtel ist noch von einem Zubehörpack. Die habe ich gerade so, wie sie waren, rausgeschmissen, weil sie nichts getaugt haben. Dann habe ich hier noch, ja, ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt, 3D-Stick-Unterlage. Wie das funktioniert mit dem 3D-Sticker, habe ich mal ein Video gemacht. Ich verlinke es einfach. Dann habe ich noch weiter diese T-Pins. Die benutze ich, um das Vlies fester in den Rahmen reinzubringen. Vor allen Dingen, wenn nur Vlies eingespannt ist und kein Stoff dazu, dann neigt das Vlies ab und zu mal sich ein bisschen zu lösen. Man kann das mit den Pins hier verhindern. Auch das Video, wo ich das mal gezeigt habe, verlinke ich ganz einfach. Und zu guter Letzt habe ich noch Stoffreste. Ich schieße Bogen und ein befreundeter Bogenhändler, der sammelt für mich immer diese, ja, weiß gar nicht, was da drin ist, Bogen, Mittelstück, keine Ahnung. Der sammelt die Teile auf jeden Fall für mich und ich freue mich da riesig drüber. Die Seite schmeiße ich im Normalfall weg, aber die schwarze Scheide, die schneide ich aus und daraus mache ich meine Patches. Da brauche ich kein spezielles Patchmaterial kaufen und das ist wirklich sehr, sehr stabil, lässt sich gut besticken. Deswegen guckt mal, wo ihr irgendwelche Stoffrechte herkriegt oder irgendwelche Verpackungsrechte oder sonst irgendwas. Ich habe eine ganze Menge davor. Ich komme da relativ weit immer damit und es gibt auch immer wieder Nachschub. Also sehr, sehr zu empfehlen, sowas zu sammeln. Dann kommen wir noch zur Pflege von der Maschine. Also was ich benutze, außer dem Pinsel, ist dieser Staubsauger. Den gibt es ja bei den übliche große Versandhäuser, wird über USB klar, da hat ja auch noch einige an Aufsätze dabei. Allerdings habe ich mir hier noch einen selber gedruckt, der passt hier vorne rein, hat einen Schlauch dran, damit komme ich wirklich gut in die Spule unter rein und kann das Ding aussaugen. Wenn das alles sauber ist, gehe ich dennoch mit Druckluftspray rein. Das zeige ich jetzt hier einfach nicht. Ja, ich habe
meiner Frau ihren Thermomix ein bisschen beleidigt durch Unfähigkeit. Den musste ich dann nachher doch mal grundreinigen und auch Kontakte grundreinigen. Da ist jetzt meine letzte Druckluftflasche draufgegangen. Ja, vergessen wir das einfach. Ja, Druckluft gehört dazu. Ich kann es leider nicht zeigen. Dann ein Schraubenzieher. An jeder Stickmaschine ist ein Schraubenzieher dabei. Leider weder bei meiner Nähmaschine noch bei meiner Stickmaschine ein vernünftiger. Bei meiner Nähmaschine ist so eine kleine Blechplatte dabei, sehr unhandlich. Bei meiner Stickmaschine ist ein Schraubenzieher dabei, ähnlich wie den hier. Allerdings größer. Und der ist zu groß, der passt nicht unter die Maschine drunter, dass ich die Stichplatte rausschrauben kann. Ich habe mir den hier selber konstruiert, 3D gedruckt, ein Bit vorne rein. Und damit ist er ideal für das, was ich machen will. Ich habe den übrigens zweimal gedruckt und in der andere ist ein Innensechskantbit drin. Damit wechsle ich die Nadeln von meiner Overlock-Maschine. Ja, last but not least, sehr, sehr wichtig für mich ist dieser Ölpen. Die Janome muss man einmal im Monat ölen. Und man kann das natürlich ganz normal mit Nähmaschine Öl machen, das man kaufen kann, so Dösle. Allerdings ist es immer sehr, sehr schwierig, das genau zu dosieren. Ich habe dann mir einen Ölpen gekauft von einem namhaften Hersteller, nicht auffüllbar, halt einfach anstatt dem Fläschle ein Pen. War eigentlich ganz gut, man konnte auch gut dosieren, hat nur den Nachteil gehabt, das Ding war bei mir nicht dicht, das ist einfach ausgelaufen und hat hier immer eine Sauerei gemacht. Der Pen hier ist ein Alu-Pen. Hat vorne eine dünne Scheibe. Wenn ich jetzt hinten drauf drücke, dann kommt vorne genau ein Tropfen raus, mehr nicht. Den kann man hinten aufschrauben, kann sein Nähmaschinenöl, das man so oder so hat, einfüllen, kann genau dosieren. Also bis jetzt der beste, den ich gehabt habe, hält auch schon relativ lang. Ich hoffe, das bleibt so, ist auch immer noch dicht. Von daher sehr zu empfehlen. Das war es eigentlich schon mit meinem ganzen Zubehör, das ich habe und ich als Must-Have bezeichne. Nice-to-have gibt es auch noch. Für die Janome gibt es hier einen Freiarmtisch, den habe ich selber gebaut. Er ist aus Aluminium und eine Holzplatte drauf. Die erste Version war noch eine reine Holzkonstruktion, die war aber nicht tauglich. Die war einfach zu instabil. Beim Stiege hat es viel zu arg vibriert. Und ja, hat nicht funktioniert. Dazu mache ich mal noch ein Video, wie ich mit dem Ding stieg und wie das funktioniert. Aber ist nice to have. Und ein weiteres nice to have ist mein Bobbin Winder. Aber dazu gibt es ein Video, das verlinke ich mal. Braucht man nicht wirklich. Ist einfach so da, um die Unterfadespule aufzuspulen. Geht unheimlich schnell. Wenn man vier, fünf Stück aufspult an der Maschine, dauert es halt ein bisschen länger. Ja. Wenn man es vergessen hat, ist es sehr gut. Also wenn man keine mehr hat, ist es sehr gut, wenn man so ein Ding hat. Man kann nebenher spulen. Man kann es theoretisch aber einfach an der Nähmaschine machen. Also wie gesagt, das ist was wirklich unter Motto nice to have, aber wirklich brauche tut man es nicht. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das sind jetzt die Sachen, die ich hier benutze. Das braucht natürlich nicht jeder. Jemand, der keine Patches macht, braucht keine BSN-Folie. Jemand, der kein Freestanding Lace macht, braucht natürlich auch keine wasserlösliche Folie. Das sind Sachen, die haben sich für Projekte angesammelt. Und ja, ich benutze immer wieder. Ich bin mit all dem froh, was ich hier habe. Es gibt auch Sachen, die sind in der Zwischenzeit wieder rausgeflogen. Die habe ich auch gar nicht vorgestellt. Aber das sind die Sachen, mit denen ich arbeite. Tschüss, bis zum nächsten Mal.